und herzlich willkommen bei Petzl bricht auf. Ja, liebe Zuschauer, dass Sprache sich im Laufe der Jahre verändert, das ist eine Tatsache. Das ist ein unaufhaltsamer und auch ein normaler Prozess. In der heutigen Zeit allerdings hat man das Gefühl, dass die deutsche Sprache auf unnatürlich rasante Art und Weise absichtlich verändert wird. An den Schulen, auch an den pädagogischen Hochschulen, sinken parallel zum Bildungsniveau die Sprachkenntnisse. Das ist extrem besorgniserregend und wirft automatisch die Frage auf, was ist da los? Wer oder was steckt dahinter? Diese und noch andere Fragen mehr möchte ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin beantworten. Die Sprachwissenschaftlerin Christine Kasem hat mich heute zu sich eingeladen. Sie erzählt über Erfahrungen aus ihrer aktiven Zeit als Deutschlehrerin und stellt sich immer öfter die Frage, wie viel Sprachkenntnis braucht es noch? Ja, Frau Kasem, die deutsche Sprache, sie mutiert. Fast hat man das Gefühl, sie soll verschwinden. Was meinen Sie, welchen Ausweg gibt es da? Wie können wir das verhindern? Ich denke mal zuerst einmal, dass man an der Lehrerbildung etwas ändern könnte. Die Lehrer erfahren in ihrer Grundlagenausbildung keine Grammatik-Ausbildung. Man erwartet, dass sie das mit der Matura mitgebracht hätten. Das wird aber regelmäßig quasi verschoben. Die Volksschule verschiebt es auf das Gymnasium verschiebt es an die Universität. Sie fühlen sich nicht mehr zuständig, weil der eh schon in der Volksschule gemacht wurde. Und so bleiben die Lehrer in ihrer Grammatikausbildung unfundiert. Und wenn sie dann eine DATS-Ausbildung noch extra machen müssen, weil in der Grundausbildung keine Grammatik gemacht wird, so informiert man sie darüber, dass es um die Mehrsprachigkeit geht. Und wenn sie dann Informationen bekommen, wie sie Deutsch als Zweitsprache unterrichten sollen, dann werden ihnen Internetlinks gebracht, die sie sich selbst, wo sie sich selbst die Materialien heraussuchen sollen. Es sind schon die Lehrkräfte, die fertigen Lehrkräfte, nicht gut genug ausgebildet. Gleichzeitig setzt man vermehrt Lehranwärterinnen in den Schulen ein oder Ausbildungsanfänger, die dann vor allem DATS unterrichten. Das heißt, die haben auch gar keine Erfahrung in Praxis und suchen sich eben dann nur im Internet die Materialien zusammen. Aber was verstehen Sie unter DATS? Was genau ist damit gemeint? Das DATS ist eine Abkürzung für Deutsch als Zweitsprache. Mhm. Das heißt, wir sind ja vor allem in Wien mit einer Situation konfrontiert, wo 98% Migration schon ein Glücksfall für eine Schule ist. Ich möchte bei 300 Kindern gar nicht ausrechnen, wie wenige Kinder dann eigentlich noch Deutsch als Muttersprache haben. Das heißt, Deutsch als Zweitsprache ist eigentlich mehrheitlich das Thema, vor allem in Wien. Und ich möchte noch dazu sagen, dass wir dann eben abgesehen davon, dass Lehranwärterinnen unterrichten, auch noch das Thema haben, dass Muttersprachenunterricht erfolgt und diese Muttersprachenlehrkräfte haben auch keine guten Deutschkenntnisse. Es geht ja um die Vermittlung. Es geht um die Vermittlungsansätze. Man kann nicht, dass man Grammatik für sich selbst stabil beherrscht, heißt nicht, dass ich Register habe, um sie zu vermitteln. Mhm. Ja, also das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Und man kann nicht einfach sagen, weil du Muttersprachlerin oder weil du Deutsch in einem gewissen Umfang bis zur Matura gelernt hast, dass du dann automatisch auch befähigt bist, grammatisch fundiert, nämlich in einer sukzessiven, aufbauenden Struktur, Deutsch vermitteln kannst. Aber da stellt sich mir jetzt als Laie sozusagen die Frage, wenn ein zukünftiger Lehrer, ein Lehrer in der Ausbildung, wenn der in seiner eigenen Schulzeit ja nie oder in seiner Ausbildung nie die Fähigkeit oder die Mittel zur Verfügung hat, Grammatik zu unterrichten, wie soll er Grammatik vermitteln, wenn es dazu sozusagen keine
richtige, kein Modul gibt oder keine Ausbildung. Keine Grundlage, wenn er dafür keine Grundlage hat. Ja? Und da sind wir natürlich bei diesen enormen Erwartungshaltungen an die Lehrkräfte, dass sie sich selbst suchen. Und das ist ein enormer Aufwand, den sie leisten müssen, sich auf die Suche zu begeben. Es gibt niemanden, der ihnen quasi den Weg weist. Es gibt Untersuchungsmöglichkeiten, wie sie den Sprachstand begleitend zum Unterricht untersuchen sollen, das heißt USB-DATS. Da können Sie dann feststellen, dass der Schüler etwas gelernt hat, aber es fehlt Ihnen dann die Komponente, was mache ich, okay, ich habe das jetzt gelernt, was mache ich jetzt? Das muss ich mir dann im Internet wieder suchen. Mhm. Und das soll möglichst gratis sein, weil als Lehrer, vor allem als Anfänger, verdiene ich ja noch nicht viel. Das heißt, da habe ich auch kein Geld. Und wir würden niemals ein Auto auf dem Schrottplatz kaufen und sagen, erwarten, dass es fahren soll. Und so ist es ungefähr mit den Materialien im Internet, die dann von jemandem freiwillig hineingestellt werden, deshalb kostenlos angeboten werden und die dann keine aufbauende Struktur haben, auf der dann die Lehrer aufbauen könnten. Und damit sind die Lehrkräfte in einer ständigen Überforderung. Und dann passiert halt, dass es gibt dazu auch Videos, dass die Kinder 3 Jahre praktisch nicht weiterkommen, weil die Lehrkräfte müssen so viel Soziales leisten, weil der Unterricht ja nicht kompetent genug erfolgen kann, müssen sie über die soziale Schiene, über Spiele und Spaß versuchen, das zu kompensieren. Mhm. Und es kann kein richtiger Unterricht stattfinden. Ja, das heißt, es ist eine bestimmte Erwartungshaltung an die Lehrenden da, ja. Und die müssen sich im Grunde, um diese Grammatik vermitteln zu können und diesen Wortschatz und alles Mögliche, alles, was mit dieser Sprache zu tun hat, sehr, sehr viel selbst aus dem Internet irgendwie zusammensuchen. Ja, das ist habe ich also das richtig verstanden? Das ist die Erwartungshaltung an Sie. Ja? Das heißt, die Lehrmaterialien für Lehrende sind quasi ganz schwer zu finden oder nur mühsam aus dem Internet inzwischen zusammenzustöpseln. Es gibt natürlich, in den Schulen gibt es immer auch Bibliotheken, wo man Lehrbücher findet, aber die gibt es ja nicht in Klassenstärke. Sondern man kopiert sich dann diese Zettel, was man eigentlich nicht darf, ja, das ist ja alles so, aber man kopiert sich das heraus und die Verlage, die diese Bücher publizieren, sind ja auch an Wirtschaftlichen orientiert und nicht an den Erkenntnisgewinn. Das heißt, es ist dann zum Beispiel das Unterrichtsmaterial nicht beschriftet, damit sie sowohl in Deutschland, Schweiz, in Österreich verwendet werden können. Oder sie verwenden Bilderkarten, die international gültig sind, weil es überall in jeder Sprache einen Kopf gibt. Ja? Dann sind die Bilder nicht beschriftet und die Kinder werden oder auch die Lehrenden sind natürlich dann, erwarten dann, die Kinder sollen sich merken, wenn hier gesagt wird Kopf, zu dem Bild, dann merken sich die Kinder hoffentlich Kopf. Und das ist aber das ist eine hohe Erwartungshaltung, wenn wir uns überlegen, wie das mit dem Sprachfluss passiert. Ich halte dazu auch Seminare ab, wenn wir uns den Sprachfluss allgemein anschauen, so ist es ganz schwer, aus diesem Sprachfluss Teile herauszunehmen und dann zu wissen, was ist was. Ja? Und dann erst gar Sätze damit zu bilden. Mhm. Es reicht ja nicht zu wissen, dass es Kopf ist. Ja, sondern ich muss es ja in einen Satz, das ist mein Kopf oder mein Kopf tut weh, ich muss es ja in einen Satz integrieren. Oder die Fallbildung und so weiter. Ja. Da wären wir jetzt automatisch auch beim unsäglichen Thema des Genderns. Wir schenken dem jetzt nicht sehr gern die Aufmerksamkeit, aber wir müssen es erwähnen, wenn es doch um unsere deutsche Sprache geht. Und das Gendern ist meiner Ansicht nach Teil dieses Plans, Teil dieser Agenda, Teil dieser Verwirrung, mit der unsere allerkleinsten Kinder auch schon konfrontiert werden. Man kann doch davon ausgehen, wenn jetzt das Geschlecht schon frei wählbar sein soll, je nach Laune, dann wirkt sich das ja natürlich automatisch auch auf unsere Sprache aus. Wenn der Artikel der, die, das auf einmal nicht mehr zutreffend sind, wenn das Geschlecht nicht mehr stimmt. Ja, da haben wir natürlich das Thema, dass es auf der einen Seite dieses lexikalische Geschlecht gibt, ja, das ist ja
Das bleibt ja inhärent. Aber das, was Sie sagen über das Gendern, ist natürlich schon wahr, vor allem im Lesebereich. Ja. Das heißt, wenn wir einen Lesefluss haben, wo wir mit Schrägstrich hintereinander er, sie, es schreiben oder ihn, sie, es oder ihm, ihr, ihm oder seinem, seiner, seinem, ja, dann wird der Lesefluss gestört und vor allem, wenn wir eh schon in dem Bereich sind, dass eine schlüssige Lesekompetenz nicht mehr nachweisbar oder sehr schwer nachweisbar ist und ganz im Argen liegt, dann alle Lesetests beweisen das, dann brauchen wir uns über, sollten wir eigentlich von diesen Gendern abgehen, vor allem eben in dem Bereich, wo es ums Lesen geht. Wenn ich einen Vortrag halte, eine Rede, und ich gendere bis zum Gehtnichtmehr, dann stockt ja nicht nur mein Redefluss und mein Denkfluss, sondern dann stockt ja auch der Mitdenkfluss des Zuhörers. Also das heißt, jede schöne Ansprache, jede Rede, mein Anliegen, den Inhalt, den ich ja sozusagen rüberbringen will, ja, man hat ein Anliegen bei jeder Rede, ja, bei jedem Vortrag, ja, stimmt, oder auch wenn es Unterricht ist, dann werde ich den Inhalt nie so in Erinnerung behalten als Zuhörer, wie wenn ich nicht gendere. Also das ist eine logische Sache und davon müssen wir wirklich unbedingt wegkommen. Und Sie haben mir am Telefon, als wir uns kennengelernt haben am Telefon, haben Sie sowas Interessantes erzählt mit dem Arabischen. Wenn Sie das kurz für unsere Zuschauer mal erörtern. Ja, also ich habe ja Arabistik studiert und das Arabische ist eigentlich eine Sprache, die durchgehend gendert. Die gendert nämlich nicht nur er, sie, es, also sie haben nur er und sie, sondern sie haben auch noch du und du in männlich und in weiblich und ihr in männlich und in weiblich und sie in männlich und in weiblich. Das heißt, sie gendern viel mehr, also sie gendern in den Zeitworten. Das heißt, du machst etwas weiblich ist anders als er macht etwas, du machst etwas in männlich. In männlich. Oder es ist auch, also es zieht sich durch in allen. In allen Angaben zu Besitz, überall wird gegendert. Mhm. Und wir sehen das Arabische als eine patriarchale Sprache. Es ist nicht nur eine patriarchale Sprache, ne? Wir sehen es als eine patriarchale Sprache, patriarchale Kultur. Ja. Und wir wollen jetzt mit Gendern, indem wir eben er und sie überall anwenden, wollen wir aus einer patriarchalen Struktur heraus. Das ist ja dann eigentlich ein Irrweg. So kann es nicht funktionieren. Richtig. So wird es nicht funktionieren. Das kann das Arabische ganz klar uns vorrufen. Ja, weil das Arabische mit all seinem Gendern in der Sprache ja nicht verhindert, dass in Saudi-Arabien immer noch Frauen gesteinigt werden. Ja? Also das heißt, wir werden unseren Frauen nicht zu gleichem Gehalt wie Männern verhelfen, indem wir gendern. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Genau, das ist das Thema. Aber was glauben Sie, warum wird da so wenig getan oder warum wird das Unterrichtsmaterial oder die Unterrichtsmethoden nicht verändert? Warum kommt man dem nicht entgegen? Ich möchte jetzt nämlich auf Ihre Erfindung, auf Ihr Grammatikkarussell zu sprechen kommen, zum einen, aber vorher möchte ich noch mit Ihnen darüber nachdenken, warum ist das so, warum verändert sich da nichts? Ja, diese Frage habe ich mir natürlich auch permanent gestellt und ich habe sehr frustrierte Schreiben auch an meine früheren sprachwissenschaftlichen Kollegen geschrieben, die dann unbeantwortet blieben und ich habe dann interessanterweise durfte ich dann über mein Lernsystem kurz an der Uni Wien referieren und da habe ich die Antwort bekommen, ob es überhaupt politisch gewollt ist, dass Deutsch gelernt wird. Dann habe ich bei der Gewerkschaft angerufen, was ich jetzt machen soll, weil ja die Schüler Unterricht brauchen und weil das ja fortgesetzt werden muss und das Deutsche eh im Argen liegt. Dann hat mir der Zuständige gesagt, die Schüler haben nur Anrecht auf Unterricht und nicht auf Bildung. Das ist unsagbar. Das ist eigentlich unglaublich, ja. Das heißt, eigentlich ist nicht einmal die Gewerkschaft daran interessiert, dass wir, also wie kommt man dazu, ist die Gewerkschaft nicht daran interessiert, dass wir in Zukunft gesellschaftliche Teilhabe haben von Menschen, die Deutsch können, oder?
ich vergleiche das mit diesem wunderbaren Bild von Turmbau zu Babel. Ich sage die Basis. Wir werden es immer schaffen, quasi über die allgemeine Nahrung uns zu unterhalten. Die Grundbedürfnisse werden wir abdecken. Aber wir sind ja weit davon entfernt, uns wie in der Steinzeit damit über die Grundbedürfnisse zu unterhalten. Wir brauchen Menschen, die eine Ausbildung haben, die über Dinge reflektieren können, die Perspektiven entwickeln können, ihre eigenen Perspektiven und natürlich auch gesellschaftliche Perspektiven. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir in dem Bereich, in diesem Turmbau zu Babel, wo wir sehen, oben bröckelt es dann. Dort, wo Geist und Kultur zu Hause ist. Wir stützen so viel Kultur, kulturelle Ereignisse jetzt, die dann in Zukunft völlig obsolet sind. Denn wer wird sich dafür interessieren, ja? Ja. Ob der Fleck in ein Fett ist oder nicht? Ja. Naja, und es geht auch darum, dass wenn ich eine Sprache beherrsche und zwar mich wirklich mitteilen kann und austauschen kann und reflektieren, wie Sie sagen, nur dann habe ich auch die Chancen, einen Beruf oder eine Aufgabe zu erfüllen, die mich weiterbringt und auch die Gesellschaft weiterbringt. Genau, das ist die gesellschaftliche Teilhabe. Ja? Wenn ich das den technischen Teil einer Sprache beherrsche, dann beherrsche ich auch einen technischen Beruf. In dem Sinn kann ich ihn besser erlernen, als ich kann halt gerade das Alphabet. Jetzt möchte ich unbedingt noch ein paar Sätze zu Ihrer Erfindung, zu Ihrem Grammatikkarussell sagen oder darf ich Sie fragen, können Sie in wenigen Worten beschreiben, worum es geht? Also wir wissen jetzt, es ist vor allem gedacht als Material eigentlich für Lehrende, für Menschen, die Deutsch unterrichten sollen, damit sie eben nicht wahllos und ziellos im Internet sich hier ein bisschen und da ein bisschen zusammensuchen, sondern sie haben ein System erschaffen quasi. Im Grunde genommen ist es die Idee der generativen Grammatik, die wir alle nutzen, wenn wir Facebook sagen, Übersetzung anzeigen oder wenn wir verwenden, dass eine Autokorrekturprogramme, die verwenden alle die Idee von Noam Chomsky aus dem Jahr 1957, die generative Grammatik. Das heißt, hier ist eine Sprachstruktur und in diese Sprachstruktur können Worte flexibel eingebaut werden. Wie flexibel habe ich dann errechnet? Ich kann mit einer Satzkarte, wo ich 5 Karten austausche, mit meinem Wortschatz 8 Milliarden Sätze generieren. 8 Milliarden Sätze, die alle nicht gleich sind. Das heißt, hier geht es um die Wiederholbarkeit. Wir verstehen einander, weil wir an einer bestimmten Position ein bestimmtes Wort erwarten. Und wenn wir das Wort kaufen verwenden, dann erwarten wir, dass derjenige sagt, was er gekauft hat, wo er es gekauft hat, vielleicht dann in Folge, warum er es gekauft hat. Ich habe mittlerweile 2400 Karten, die systematisch miteinander ergänzt werden können. Darum geht's. Also es ist ein Kartensystem, wo es nicht nur um Wortschatz, sondern natürlich um die Fallbildung und so weiter geht. Ja? Genau. Und vor allem ganz wesentlich, also ich habe sehr viele Satzkarten, in denen sukzessive verschiedene Satzkonstruktionen erarbeitet werden. Denn das Deutsche und gerade die Bildungssprache erwartet, dass wir die Positionen nicht haben, Subjekt, Verb, Objekt, wie im Englischen, sondern genau umgekehrt. Wir wollen das Objekt zuerst hören und dann das Verb, damit es Spannung aufbaut. Wir wollen vielleicht ein Adverb zuerst haben, bevor wir den Rest des Satzes sagen. Und das heißt Vorfeld. Und meine Satzkarten haben sehr viele Übungen, die sich mit dem Vorfeld beschäftigen. Und damit ist es geeignet auch für diese Schularbeitsvorbereitungen. Das Endergebnis soll sein, dass ich fantasievolle, spannende Sätze kreiere. Aber dafür muss ich eben wissen, wie ich das mache. Und es gibt auch Gutachterstimmen, die das als sehr wertvoll erachten, ja, und vielversprechend. Genau, und vor allem praxisorientiert, weil es wirklich an die Schüler anzupassen ist. Liebe Frau Kasim, ich danke Ihnen für dieses sehr gehaltvolle Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit diesem System, das Sie da ja in jahrelanger Arbeit zusammengestellt haben. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Sehr gerne.
Wenn wir also auch in Zukunft noch Deutsch sprechen wollen, wenn unsere Kinder in einer konstruktiven, sinngebenden und demokratischen Gesellschaft leben sollen, dann müssen wir neue Ansätze und neue Lehrmethoden zulassen.